Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts. Und jetzt passend zur Darts WM gibt es eine abgedatete Room Tour und ich habe euch letztes Mal schon versprochen, ich werde euch auch sagen, was ihr zu Hause machen könnt, um auch so eine Anlage zu bauen, beziehungsweise werde ich euch den einen goldenen Tipp geben, nachdem mich vier Leute gefragt haben. Ja, ihr seht schon, wir sind hier in meiner Dartshöhle in unserem Büro. Ihr habt es ja bestimmt auch noch im Frühstücksfernsehenbericht von der letzten Woche gesehen. Wer das nicht gesehen hat, muss auf jeden Fall mal das Video abchecken. Übrigens Frau Lups hinter der Kamera. Hallo. Genau, und Zorni ist ja die dartbegeisterte Person der Welt. Mhm. Und dementsprechend ist das ihr Video heute. Ja. Deswegen kann sie die Fragen stellen, die sonst keiner stellt, zu meinem Dartzimmer. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Wand hier an. Denn es hat sich eine große Sache verändert und deswegen ist ein Bild von mir umgezogen. Und das ist dieses hier. Ihr seht es, es hängt jetzt hier an meiner Players Wall. Ich habe ja schon erklärt, warum die Spieler... Wen findest du eigentlich am coolsten? Sag mir erstmal die Namen. Warte, ja, ich weiß, wer das ist. Peter Wright von Gerv. Mein Vater hat ein Bild mit. Ja. Ich überlege gerade, ob es irgendwo steht. Warte mal, nein, kannst du mich mal kurz überlegen lassen? Keine Ahnung, warte. Mann, das ist der, ich weiß es doch. Wie wär's, wenn du mal von seinem Kragen abliest? Phil Taylor. Ja, das ist Phil Taylor. Überraschenderweise hängt auch Phil Taylor in meinem Dartzimmer. Ja. Sein Buch aktuell bin ich am Lesen. Mhm. Also das ist 2014 rausgekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber ich lese es auf jeden Fall jeden Tag und schlafe dann immer schnell ein. Da erzählt er auch so echt geile Stories. Ja, vielleicht für Leute, die gerne was lesen. So, hier habe ich für euch natürlich noch eine kleine Botschaft hingeschrieben vorhin auf die Schreibertafel. Hab euch lieb und hab natürlich noch einen 9er gespielt danach, ist ja ganz klar. Marcel hat eine ganz kranke Handschrift, aber da geht's eigentlich. Ja, ich habe mir so ein bisschen Mühe gegeben. Die Sache ist nämlich, nach wie vor gibt es im Hause Scorpion die Schreibertafel. Und auch immer noch, wenn meine Kollegen vorbeikommen und wir Schreiberlecks oder so spielen, dann wird das hier handschriftlich gemacht. Aber das ist auch gut, weil man muss halt üben, ne? Genau, also du lernst natürlich erstens die Rechenwege selbst. Mhm. Und zweitens natürlich musst du auch in der Kneipe schreiben. Und für viele Leute ist das ja eine Blockade, zum Stildart zu gehen. Papa. Es gibt mittlerweile natürlich gut ausgestattete Kneipen, die das auch mit Tablets und so lösen. Aber das ist natürlich immer noch nicht die Norm. Und deswegen immer wichtig, schreiben zu lernen. Wer ein Schreiber-Tutorial mal sehen will, auch wenn es blöd klingt, schreibt es in die Kommentare, da kann ich euch auf jeden Fall helfen, jetzt gerade, wo viele Anfänger anfangen. Oh ja, das ist auch echt voll die gute Idee. Ja, kann man mal machen. Wir kommen natürlich zur Bordanlage. Warte mal ganz kurz, ich habe gar nicht gesagt, wie ich am besten finde. Ach so, ja, stimmt. Von Gerven. Von Gerven, okay. He was the nettest to me. Ja, stimmt, der hat gesprochen wenigstens. So, die Bordanlage hat sich natürlich nicht verändert, das ist nach wie vor das Beste, was man haben kann. Übrigens, ganz normal ist das einfach blauer Teppich auf einer sehr, sehr hohlen Holzwand. Das ist eigentlich schon die ganze Magie. Ganz wichtig, egal wie ihr die Wand macht oder so, die Maße sind völlig egal. Wichtig, Oki, 90 cm breit. Das ist die offizielle Breite. 90 cm wird auch auf der Bühne gespielt. Mhm. Und die Länge wisst ihr natürlich, weil ihr kennt alle die normalen Darts. Was ist denn die Länge? Sag's doch mal. Die Länge hier, da sprechen wir von 2,37 m. Man kann aber auch von Bullseye runtermessen. Da sind wir bei 2,93,5 m. Also bis da drüben. Genau. Krass. Natürlich D-Puls MSC-Board, ganz logisch. Also ich habe natürlich jetzt schon öfter mal weitergedreht, weil ihr wisst, Leute, ein bisschen nachhaltig, ein Board noch mal ein bisschen länger zu spielen. Genau, habe natürlich hier noch ein paar Darts einfach reingesteckt, ohne alles, warum auch immer. War voll langweilig beim Aufräumen. Natürlich nach wie vor die Kameras, mit denen ich die Videos filmen kann. Sonst einfach hinten alles mit LEDs, habe ich euch auch schon gezeigt, dass man da die Farben ändern kann. Mir gefällt am meisten deine Garderobe da. Ach so, ja, natürlich, ist wichtig, es wird unterschätzt, aber ist natürlich die Darts-Tasche, wenn es zu Turnieren geht, ist natürlich immer gepackt. Ich müsste eigentlich mal ein What's in my Dart-Bag machen. Ja, coole Idee. Weil diese Tasche, die hast du mir mal geschenkt, irgendwie Mitte 2019, und seitdem benutze ich sie immer. Also seit noch nie eine andere Darts-Tasche benutzt. Mhm. Dann habe ich, weil ich es immer so ein bisschen mehr mit Licht mag, im Übrigen natürlich das Ding, hier steht ja wieder nur fürs Video, also nur um den Raum zu belichten. Das ist auch Sonnys, genau. Ich muss es mir immer hier suchen. Genau, es ist meistens hier in diesem Raum, einfach um den Raum so ein bisschen auszuleuchten, habe ich erst immer das benutzt. Jetzt habe ich diese dimmbare Lampe mir noch gekauft. Das heißt, eine Geschenkidee für dich wäre auch noch eine Lampe hierfür? Ja, eigentlich will ich da gar nichts hinstellen. Also eigentlich ist es wirklich nur jetzt gerade. Ich habe mir diese dimmbare Lampe hier gekauft, die man in drei verschiedenen Stufen dimmen kann. Mhm. Einfach mit Touch, ganz entspannt, weil ich einfach hier in dieser Ecke noch so ein bisschen für Licht sorgen wollte. Und sonst haben wir hier natürlich die Fernbedienung für das. Dann haben wir die Fernbedienung für das.
Dann kann ich auch noch diese Lampe ausmachen, aber das machen wir jetzt nicht auch noch, weil es dauert immer ein bisschen, die anzumachen. Dann haben wir natürlich die LED-Fernbedienung, um da die Lichter entsprechend anzupassen. Also zum Beispiel machen wir es mal in... Welche Farbe soll ich mal machen? Blau. Blau. Machen wir mal so hier und dann haben wir... Cool, das sieht geil aus. Ja, passt natürlich auch gut zum blauen Teppich, der bespannt ist. Und Moment mal, was ist denn das hier? Hier liegt ja noch eine neue Fernbedienung. Denn, meine Freunde, jetzt können wir es auflösen. Ich würde sagen, wir wechseln mal ganz schnell die Seiten. Die Firma LG kam nämlich auf mich zu und hat mir schon vor einigen Monaten gesagt, nachdem ich die Roomtour hochgeladen habe, hä? Marcel, du hast einen so geilen Darts-Raum. Wo ist denn da dein Fernseher, um die Darts-Events zu gucken? Und da habe ich mir natürlich nicht lumpen lassen, habe gesagt, schick mir mal einen rüber. Und jetzt habe ich ihn hier bekommen. Es läuft natürlich auch schon ein Video, was hier in diesem Zimmer aufgenommen wurde, als ich mit Martin zusammen trainiert habe. Da ist er, der süße Fratz. Und jetzt mal Props an Marcel, dass er es geschafft hat, das an die Wand zu machen. Es war mega einfach, oder? Es war super einfach. Also es war sehr selbsterklärend, dass sogar ein Mensch mit zwei linken Händen wie ich das geschafft hat. Ich war auch stolz. Also wirklich, dass ich diesen Fernseher innerhalb von kürzester Zeit da dran gebaut habe, ist wirklich ein Wunder. Es handelt sich dabei um den LG OLED Evo TV 55 G1. Aber so werde ich ihn jetzt nicht die ganze Zeit nehmen, weil sonst haben wir gar keine Zeit mehr in diesem Video. Ja, wir haben 55 Zoll, der ist so ultra flach, Leute. Mhm. Ich meine, ich habe extra gewollt, dass ich jetzt hier, weil ihr wisst ja, man steht hier an, wenn man beim Darts wartet. Hey, flach, ja, das ist so unglaublich. Flach. Also es ist ja so, man steht ja an, bis man wieder wirft. Und da wollte ich nicht, dass jetzt so ein dicker Fernseher hier hängt, sondern das ist ja perfekt. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe noch nie so ein scharfes, hochauflösendes Bild gesehen, wie als ich ihn vorhin das erste Mal angemacht habe. Mhm. Der hat auch selbst leuchtende Pixel. Das bedeutet, auch gerade bei Sport, wir wissen ja, Darts, jetzt aktuell Darts-WM, geht schnell. Der hat auch das perfekte Schwarz zum Beispiel. Das heißt, wenn es mal schnell geht mit zack, 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 entsteht kein Bildrauschen, keine Verzerrung oder so, sondern die Pixel sorgen dafür, dass das Bild immer ultra gut aussieht. Natürlich ist das Gerät in 4K. Die neu verbaute OLED Evo Technologie sorgt für eine Kombination zwischen bestechend scharfen Bild und einem extrem guten Prozessor. Das heißt, auch Apps etc. laden super schnell und du kannst die direkt anmachen, was du willst. Es werden natürlich auch alle gängigen Apps logischerweise unterstützt. Ich habe zum Beispiel direkt YouTube dran gemacht. Super. Dran gemacht. Dran gemacht habe ich. Dran gemacht habe ich YouTube, du. Im Übrigen habe ich noch nie so gutes Kabelmanagement in meinem Leben gehabt. Einfach. Ist ja da kein Kabel. Ich habe es verschwinden lassen. Ja, sehr gut. Was mir auch direkt vorhin aufgefallen ist, ich habe natürlich vorhin Darts-WM geguckt. Jetzt ist es aber schon ganz schön spät, deswegen läuft leider nichts mehr. Also es ist irgendwie gerade wie spät? 0 Uhr? Ein bisschen später. Später wahrscheinlich sogar. Obwohl natürlich, vielleicht ist 0. Ja, okay. Ja, irgendwie dieser Bereich, Leute. Und auf jeden Fall ist die Sache nämlich die, dass mir vorhin beim Gucken aufgefallen ist, wie ultimativ clean auch einfach der Sound ist. Also ich habe noch nie einen besseren verbauten TV-Sound gehört. Ganz oft hat man ja irgendwie, das wir haben zum Beispiel auch im Wohnzimmer, dass wir zum Beispiel eine Soundbar benutzen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das braucht man hier einfach überhaupt gar nicht. Das heißt, man könnte damit auch Musik hören etc. Und beim Darts ist man natürlich dann voll in dieser Atmosphäre im Alley-Pally mit drin. Ja, übel. Deswegen meine ich, ich finde es zwar krass, dass du irgendwie die ganze Zeit keinen hattest. LG hat mich da so ein bisschen, weißt du, hat mich auf die Idee gebracht. Mhm, super. Und umso besser natürlich, dass sie mir das Ding rübergeschickt haben. LG an LG. Kann man so sagen. Also das ist auf jeden Fall das geilste neue Stück hier im Dartsraum, der LG OLED Evo TV 55 G1. Ich habe es jetzt nochmal gesagt. Checkt auf jeden Fall LG ab. Link zu LG ist in der Videobeschreibung zu finden, wenn ihr euch auch so ein Gerät gönnen wollt. Vielleicht von eurem Weihnachtsgeld. Was ja, zum Beispiel. Oder noch ganz kurz vor Weihnachten. Je nachdem, wann ihr das Video seht natürlich. Und ja, ich würde sagen, das ist die Updated Room Tour. Ich habe ein paar neue Sachen, ich habe euch ein paar Sachen erzählt. Ah, warte, ich wollte, dass du noch was fragst. Habt ihr für Marcel Ideen hier für diese Bilderwand? Weil ich würde cool finden, wenn er daraus so eine richtige Wand, vielleicht könnte man die Bilder ein bisschen mehr zusammenhängen, die oberen, und dann könnte man so eine richtige so Wand machen mit ganz vielen verschiedenen Fotos. Ich denke mir halt so, das ist übrigens auch der Grund, Leute, warum der Fernseher, genau gut, dass du es ansprichst, warum der Fernseher nicht da hängt, ist natürlich ganz klar der, ich stehe hier und werfe und will natürlich dabei nicht im Augenwinkel gestört werden. Ja. Und deswegen denke ich mir halt auch, das sollte auch nicht zu unruhig werden. Mhm. Und, ach so, verstehe. Der Fernseher ist extra so da, wenn natürlich was Krasses passiert, kann man sich mal schnell umdrehen und wenn man natürlich hat geworfen, dann ist ja der Moment, wo die Konzentration nachlässt. Dann kann man die Darts rausziehen, geht zurück und dabei kann Spaß man Kugel einfach so ein bisschen schauen. Und dann kann man sich wieder hinstellen und sich wieder konzentrieren. Super, vielleicht ganz gute Übung für die Konzentration an sich. Mhm. Ich freue mich schon, wenn meine Kollegen das zum ersten Mal sehen, weil ich habe ja ganz viele Freunde, mit denen ich hier immer Darts spiele. Da wird man bestimmt den einen oder anderen Darts-WM-Abend hier nochmal gemeinsam verbringen. Und ich würde sagen, Leute, lasst dem Video gerne ein Like da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis dahin und ciao. Puh.